Wir sind gerade in Kroatien und die Paula und ich wollen heute Abend Poolfotos machen. Wir sehen hier unser schönes Haus beim Sonnenuntergang, und zwar wenn sie im Wasser schwimmt, dass es so aussieht wie so ein Infinity Pool. Hier sehen wir unseren super schönen Pool. Und da ich eigentlich selten die Gelegenheit habe, nachts und abends bei einem Pool zu sein, weil ich eigentlich gar nicht so eine Wasserratte bin, aber jetzt habe ich es und haben wir überlegt, machen wir ein paar schöne Fotos, und zwar mit der lieben Paula. Der Pool ist auch richtig schön, der hat so Mosaik innen drin und das sieht man auch in den Fotos. Und ja, das ist natürlich eine bombenmäßige Aussicht. So, zum fast Winteranbruch gibt es bei uns nochmal ein richtig schön sommerliches Video aus Kroatien, damit wir uns alle nochmal aufwärmen können. Und die erste Location, wie ihr sehen könnt, haben wir direkt schon angefangen von oben zu fotografieren. Das heißt, ihr seht mich hier, ich stehe oben auf dem Balkon und sie schwimmt möglichst nah zu mir. Und was wir auch versucht hatten, ist teilweise die Fotos zu machen, wenn sie mit dem Kopf in Richtung Beckenrand ist oder wenn sie mit den Füßen in Richtung Beckenrand ist. Aber von der Stimmung auf den Fotos her fand ich auf jeden Fall schöner, wenn sie mit dem Kopf in Richtung Beckenrand ist, also näher bei mir mit dem Kopf als mit den Füßen. Ist natürlich Geschmackssache, aber hat mir besser gefallen. Was man auch beachten sollte, oder was wir jetzt auch beachtet haben, wenn sie sich mit den Haaren unter Wasser im Wasser bewegt, dass sie dann nicht direkt mit dem Kopf nach oben kommt, also in die Richtung von der Kamera, weil sonst die Haare komplett hinter ihrem Körper verschwinden. Das heißt, sie bleibt liegen und geht dann wieder ein Stück nach unten, damit sie die Haare nach oben zieht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das haben wir ja versucht. Und man sieht hier auch übrigens auch in den Bildern, dass ich teilweise noch ein bisschen mit KI den Hintergrund ausgetauscht habe, damit es halt aussieht wie so echtes Meer. Also da habe ich einfach sie markiert und dann einfach den Hintergrund ausgetauscht. Ich fand auch gerade die Schwarz-Weiß-Bilder, die haben so einen künstlerischen Anspruch. Das fand ich richtig schön. Und worauf ich auch immer geachtet habe, dass die Form von der Hand und von den Füßen im Wasser durch die Verzerrung von den Wellen nicht zu krass ist, dass es einfach nicht zu unförmig aussieht. Ich fand auch vor allem diese ganz nahen Gesichtsporträts mit den Haaren, die so das Gesicht einrahmen, kommen halt auch mega gut. Und gerade weil sie so dunkle Haare hat, gefällt mir das besonders gut. Sehr schön mit Bewegung. Diese Bilder auf den Steinen sind übrigens auch noch beim Pool gewesen, sondern einfach nur bei einer anderen Ecke. Und da haben wir natürlich auch noch versucht, die Umgebung möglichst gut in Szene zu setzen. Und auch hier sieht man auch auf der Haut, wie weich das abendliche Licht war, also sehr schmeichelhaft. So, dann haben wir die Location gewechselt und sie hat sich an den Rand gesetzt, beziehungsweise an einem anderen Tag, weil da sind ja ihre Haare wieder komplett trocken. Und wir haben im Sonnenuntergang, also praktisch in der goldenen Stunde, noch ein paar Fotos gemacht am Beckenrand. Hier habe ich darauf geachtet, dass die Linien im Hintergrund parallel sind, dass es keine Steigungen gibt, beziehungsweise keine fallenden Linien. Und dass sie immer vom Gesicht her eine Lichtkante hat, auch wenn die Sonne sehr soft war, dass man eben einfach noch eine Kante sehen kann. Und bei der Pose, ich nenne es aber die Meerjungfrauenpose, wenn die Beine so zusammen sind, das sieht einfach aus wie so eine Meerjungfrau. Genau, und dann kam noch ein meiner Lieblingsteile. Wir haben diese typischen Haar-nach-oben-Werf-Bilder gemacht. Diese, was sind die, diese Lichtkronen gemacht, wo die Sonne so von hinten rein scheint. So, das war's mit unserem Video. Die Sonne ist jetzt auch untergegangen. Wir haben jede Menge Sachen ausprobiert. Ich glaube, ich sehe komplett verstrubbelt aus, aber ich bin ja auch nicht auf den Fotos. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin dann wahrscheinlich auch schon wieder zurück in Deutschland, also hundertprozentig. Und danke fürs Zugucken und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und schaut euch auch noch Paulas Seite an. Bis dann. Tschüss.